Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Mai 2019. Ja, im Mai habe ich nicht ganz so viel gelesen, aber das macht gar nichts. Im Mai hatte ich auch ziemlich viel um die Ohren. Da war das Lesen leider nicht Priorität, aber das war auch in Ordnung so. Ich möchte euch natürlich dennoch meine gelesenen Bücher zeigen. Und zwar habe ich zwei beendet, eines weitergelesen und ein weiteres begonnen. Ja, fange ich mit dem an, das ihr schon in einer Rezension gelesen habt und auch im letzten Lesemonat habe ich, glaube ich, da schon drüber gesprochen, weil ich damit schon begonnen habe. Und zwar ist das Amundsens letzte Reise von Monika Christensen. Das ist ein Sachbuch-Abenteuerroman, wie ich so schön gesagt habe in der Rezension. Hier geht es eben um den Polarforscher Amundsen, Roald Amundsen. Das ist ein Norweger und der hat so einiges erreicht damals. Er hat als erster den Südpol erreicht, den Nordpol mit dem Luftschiff als erster erreicht mit seiner Crew und aber auch die Nordost- und Nordwestpassage als erster bereist. Ja, und jetzt geht es hier drum, aber darum, wie er verschwunden ist, denn bei seiner letzten Reise, die eigentlich eine Rettungsaktion sein sollte, denn eine Luftschiffmannschaft, die ebenfalls an den Nordpol gereist ist, ist wohl irgendwie havariert. Das bedeutet so viel wie Notlandung oder ist halt irgendwie abgestürzt. Und jetzt suchen ganz, ganz viele Rettungsaktionen diese Mannschaft, unter anderem eben auch Amundsen. Und dabei passiert es halt auch, dass er verschwindet. Und darum geht es eben. Dann wird natürlich auch Amundsen gesucht. Und in diesem Buch wird sehr, sehr viel recherchiert. Es gibt sehr, sehr viele Details. Also Monika Christensen hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, was ja auch bei einem Sachfachbuch ja auch irgendwie Sinn macht. Aber ich muss sagen, dadurch sind sehr viele Details ans Tageslicht geraten, die für mich, für die Story nicht so interessant waren. Es ging viel um die Flugzeuge, um die Technik, aber auch sehr, sehr viel um Politisches und Intrigen. Ja, was ich nicht immer so spannend fand. Und die interessanten Themen waren sehr, sehr spärlich besät. Und durch diese ganzen Fakten war es auch leider nicht sehr flüssig zu lesen, sondern auch sehr, sehr zäh. Deswegen war es für mich nur durchschnittlich. Trotzdem fand ich das Thema selbst schon spannend und ich fand das schon klasse, über Amundsen mehr zu erfahren. Aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass mir irgendwie so ein bisschen Vorwissen gefehlt hat, als hätte ich jetzt hier irgendwie eine Fortsetzung oder den letzten Band. Ich wusste halt nur sehr wenig von ihm und vielleicht ist das nichts unbedingt für Anfänger gewesen. Ja, also es war eher durchschnittlich, eher so in den unteren Bereich. Das nächste Buch habe ich euch, glaube ich, nur bisher in meinen Neuzugängen gezeigt gehabt. Und zwar ist das Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire. Und das ist ein Urban Fantasy Roman für Erwachsene. Ich habe dieses Buch zusammen mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter gelesen und weil ich es bei ihr auch in ihren Neuzugängen entdeckt habe und ich wollte das eh demnächst lesen, weil es auch ein Rezensionsexemplar ist, wollte ich es nicht lange auf meinem Sub liegen lassen. Und ja, dann habe ich ihr angeboten, dass wir das doch zusammen lesen können. Wir hatten bisher auch noch nicht zusammen gelesen und deswegen bot sich das an. Und hier ist die Idee einfach so klasse, weswegen ich ja, das unbedingt lesen wollte. Ich habe euch das, glaube ich, auch in meinem Video für die Neuerscheinung im ersten Halbjahr 2019 vorgestellt. Und auch da fand ich einfach schon, hat mich das sehr, sehr angesprochen. Hier geht es nämlich um ein Internat oder eher auch ein Sanatorium für Kinder, die schon mal in einer fantastischen Welt waren, die zum Beispiel irgendwie durch ein Tor, durch eine Tür, durch eine Treppe irgendwie in eine fantastische Welt gelangt sind, aber jetzt wieder zurück in ihrer realen Welt sind und damit klarkommen müssen. Und Eleanor West betreibt eben dieses Internat, dieses Sanatorium für diese Kinder, um sie aufzunehmen. Ja, sie stellt es halt dar, als wäre es ein Sanatorium, aber eigentlich glaubt sie diesen Kindern, weil natürlich die Familien, die haben sich natürlich Sorgen gemacht oder machen sich immer noch Sorgen, weil die Kinder total verändert zurückkommen und teilweise auch seltsame Dinge erzählen und sie ihnen natürlich nicht glauben und damit die Kinder unter Gleichgesinnten sind und ja, ihnen ein bisschen geholfen werden kann, kommen sie alle in diesem Internat unter.
Und die meisten, die in diesem Haus unterkommen, die wollen halt auch sehr, sehr gerne wieder zurück in ihr Land und sind irgendwie aus welchen Gründen auch immer aus ihrem, ja, aus ihrem Land verstoßen worden oder wieder hinausgeraten. Und es ist aber sehr, sehr selten, dass man wieder zurückkommt. Und diese Welten sind auch so unterschiedlich. Es gibt so ganz, ganz viele Unsinnswelten, so bunte, kunterbunte Fantasy-Welten, wie so ein bisschen in die Richtung von Alice im Wunderland. Es gibt aber auch düstere und so richtige Unterwelten, die nichts mit bunten Unsinn zu tun haben. Also es wird eh, was ich auch ganz cool fand, so in die Kategorien Unsinn und Logik unterteilt und dann, glaube ich, auch noch in Tugend und in Bosheit. Ja. Also die Idee fand ich grandios, die Umsetzung leider gar nicht. Also mir hat es wirklich nicht gut gefallen. Man muss aber noch dazu sagen, dass dieses Buch eigentlich ein Sammelband ist, nämlich von den ersten drei Teilen einer Reihe. Also im Original sind die Bücher einzeln rausgekommen. Das sind dann immer nur so 150 Seiten Bände. Und da war ich schon im Vorhinein schon ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich gestehen, ob das überhaupt reicht, eine Story aufzubauen. Ich wollte mich aber dennoch darauf einlassen, weil ich auch Positives drüber gehört habe. Zum Beispiel die liebe Ruth vom Kanal Zwischen tausend Zeilen, die schwärmt ja enorm davon. Und ich glaube, auch die liebe Steffi von Lady of the Books hat es gefallen, obwohl sie da, glaube ich, auch einige Kritikpunkte hatte. Und ja, ich fand die Idee toll, ich fand den Schreibstil zu Anfang sehr besonders und den Einstieg fand ich auch toll, aber mir hat einiges gefehlt und ich fand die Charaktere alle sehr blass. Ich kam da an niemanden ran, niemand war sympathisch oder interessant. Was das Buch gerettet hat, war die zweite Geschichte, die in einer Welt spielt von den Kindern. Da wird halt ein Schicksal von den Kindern beleuchtet, beziehungsweise von zwei Geschwistern, die halt eben in eine Welt geraten und wird halt beleuchtet, wie sie in dieser Welt gelebt haben und wie sie wieder zurückgekehrt sind. Und die hat mir sehr gut gefallen. Aber auch mit Abstrichen. Also es konnte es zwar ein bisschen hochreißen, aber es war dennoch leider ein Flop. Und die dritte Geschichte war dann wieder nichts. Ich werde die Reihe auch nicht weiterverfolgen, denn es gibt schon einen vierten Band auf Englisch. Und ich bin zwar gespannt, welche Figur man diesmal begleitet. Weil man immer jemand anders begleitet, aber das werde ich mir vielleicht nochmal angucken, wer da näher beleuchtet wird und was genau da beleuchtet wird. Aber ansonsten habe ich leider kein Interesse, diese Reihe weiterzulesen, weil es halt doch eine große Enttäuschung war. Ich hatte da doch einige, ja, hatte mir ein bisschen was vorgestellt, was überhaupt nicht eingetreten ist und anderes hat mich von vornherein irgendwie abgeschreckt. Sehr, sehr schade, weil ich die Idee einfach grandios finde und ich bin ja auch immer auf der Suche nach besonderen Büchern und ich mag skurrile Bücher, aber was genau, also ich werde das vielleicht geordneter nochmal in einer Rezension erklären. Also die Rezension wird auf jeden Fall kommen demnächst und dann werde ich das vielleicht meine Gedanken nochmal ein bisschen mehr strukturieren und euch sagen, was genau. Ja, so einige Gründe habe ich euch ja jetzt schon genannt, das mit den Charakteren und dass es einfach zu kurz war und dass ja, vieles einfach nur angerissen war. Naja, egal, ich will jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, da werde ich euch dann auf jeden Fall in der Rezension viel mehr zu erzählen und das ein bisschen strukturierter sagen. Aber für diesen Lesemonat kann ich euch schon mal sagen, dass es leider eine Enttäuschung war. Das nächste Buch habe ich immer die ganze Zeit so parallel zu den anderen Büchern gelesen. Habe ich das nicht schon im letzten Monat schon angefangen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube ja. Und zwar ist das Glühender Zorn, Krieg der Drachen, der erste Band von F.I. Thomas bzw. Thomas Finn steckt dahinter, den ich ja auch schon durch viele Horrorromane kennengelernt habe und lieben gelernt habe als Autor. Und jetzt wollte ich auch seine High-Fantasy-Titel mal gerne lesen. Hier geht es um sechs Magier, die sechs Novizen heranziehen und ausbilden und diese nun für ihr Ritual, um selbst ein eigenständiger Zauberer oder Magier zu werden, zu einem bestimmten Platz bringen. Dort stellt sich aber heraus, dass sie die Novizen
nicht als Zauberer wieder in die Welt schicken wollen, sondern dass sie sie irgendwie opfern wollen für ein bestimmtes Ritual. Das hat irgendwas mit der Drachenmagie zu tun und mit dem alten Drachenkriegen, denn damals herrschten über das Land Drachen und es herrschten immer wieder Kriege, aber seit dem letzten, also seit dem dritten Drachenkrieg, sind die Drachen verbannt worden, eben auch durch die Zauberer und Magier. Jetzt ja, gibt es nur noch sehr, sehr wenige Zauberer und die Novizen schaffen es aber zu fliehen und wollen jetzt herauskriegen, was dahinter steckt. Und es passiert dann natürlich noch einiges anderes. Es ist sehr rasant erzählt. Es ist mit vielen tollen Schauplätzen, mit vielen tollen magischen Gegenständen. Die Figuren sind sympathisch, aber es ist alles sehr, sehr simpel gehalten. Es ist nicht sehr tiefgehend. Es werden Klischees behandelt und auch die Charaktere. Er schafft es zwar, dass die sympathisch wirken oder halt andere auch eben nicht sympathisch, aber fehlt so ein bisschen an Tiefe. Ja, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Einiges konnte mich durchaus überraschen. Aber um jetzt ein großes Highlight zu werden, müsste es jetzt noch viel an Tiefe gewinnen. Aber es ist halt eben bei High Fantasy auch so, dass mit 400 Seiten, es ist sehr, sehr schwierig, vor allem weil hier sehr, sehr viele Personen drin vorkommen. Also wir haben wirklich sechs Novizen, die wir immer abwechselnd begleiten. Und da hat er sich vielleicht ein paar zu viele Protagonisten vorgenommen, weil die alle gut auszuarbeiten in 400 Seiten ist durchaus schwer. Aber ich bin jetzt gespannt auf die letzten Seiten. Es ist durchaus spannend geschrieben und wie gesagt rasant geschrieben mit Action und einigen tollen Ideen. Es ist ein Zweiteiler, also der zweite Teil ist bereits auch erschienen kürzlich. Und ja, ob ich das weiterlese, werde ich jetzt erstmal noch offen lassen, bis ich die letzten 130 Seiten gelesen habe. Werde ich euch dann berichten. Ja, und das letzte Buch, was ich euch zeigen kann, ist auch nur, ja, kann ich euch auch nur kurz in die Kamera halten, weil das Flüstern der Nacht von Peter V. Brett habe ich euch die letzten Monate, glaube ich, auch schon gezeigt oder jedenfalls die Reihe, weil ich diese Reihe ja nochmal rereade, nochmal lese. Ich habe diese Reihe bereits zweimal gelesen, beziehungsweise die ersten beiden Bände habe ich zweimal gelesen, den dritten einmal und vier, fünf und sechs fehlen mir noch. Und ja, da wollte ich gerne nochmal von vorne anfangen, weil es eben zu meinen Lieblingsreihen gehört. Ich bin da jetzt aber auch nicht viel weitergekommen, weil das eher immer so ein Zweitbuch war, immer ein, wenn auch manchmal nur ein Drittbuch, was ich auch manchmal gehört habe, immer mal ein Kapitel. Ich hatte da auch eine Leserunde zu, aber da bin ich, wie gesagt, hatte das nie so richtig Priorität. Und da ich diesen Monat auch wirklich nicht immer viel zum Lesen gekommen bin, ist es immerhin so ein bisschen hinten übergefallen, was ich sehr, sehr schade finde, weil mich das einfach wieder begeistert. Auch die kurzen, oder was heißt die kurzen Kapitel, aber immer die kurzen Abschnitte, die ich jetzt hier in diesem Monat nur gelesen habe, auf diesen Seiten hat es mich wieder unglaublich begeistert. Also ich glaube, ich habe jetzt 50 Seiten in diesem Monat. Oder 60, was weiß ich, lass es. Und wenn es 100 gewesen sind, aber ich glaube, 100 waren es nicht ganz. Also, ihr seht ja, ich bin erst hier. Auf jeden Fall ist das der zweite Band der Reihe und ja, muss ich da noch viel zu erzählen? Es geht halt um eine mittelalterliche Welt, in der jede Nacht Dämonen aus dem Boden heraufkommen und die Menschen bekriegen. Die Menschen haben als Schutz nur Siegel, die sie eben in ihre Häuser und in ja, Pflöcke ritzen, um sich zu schützen, aber sie können sich eigentlich nur verstecken, bis Arlen, ein kleiner Junge, mit ansieht, wie sein Vater vor Angst einfach stillsteht und seiner Mutter nicht zur Hilfe kommt, sodass sie stirbt. Und er schwört sich eben, dass er sich nicht einfach nur verstecken wird. Es gibt nämlich ja, die Legende, dass es noch andere Siegel gibt, mit denen man kämpfen kann. Und er macht sich eben auf, um diese zu suchen und sich an den Dämonen zu rächen und eben sich nicht so verkriechen und so unter
ja, unterkriegen lässt, wie sein Vater, so möchte er nicht werden. Und hier im zweiten Band lernen wir halt auch noch mal einen anderen Charakter kennen. Das ist Jadir, der eben in einer ganz anderen Gegend aufgewachsen ist, mit einer ganz anderen Kultur. Und was auch interessant sind, und die beiden werden halt so ein bisschen Gegenspieler, aber es ist halt ihr eben nicht so schwarz-weiß gezeichnet, sondern man kann irgendwie sich beide, dadurch, dass man beide als Protagonisten hat, hineinversetzen und sie sind eben nicht einfach nur schwarz-weiß, was ich an diesem Buch wirklich grandios finde. Die Welt ist unglaublich toll ausgearbeitet. Es ist halt eben keine Elfen-, Zwergen-, Orks-Welt, sondern eben eine eigene Welt, die ja ihre eigenen Reize hat und es wird von Band zu Band einfach auch einfach immer tiefer die Welt und es kommt immer mehr dazu, was einfach sehr, sehr passt. Und ich bin gespannt, ob das in Band 4, 5 und 6 dann ähnlich ist. Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht mal gucken. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal in der nächsten Zeit so bleiben, dass es mein Zweitbuch wird. Aber weil ich glaube, wenn es mein Eiersbuch sein würde, dann würde ich das viel schneller wegsuchten können. Und da ich in letzter Zeit ja auch so ein bisschen enttäuscht bin von vielen Büchern und mich irgendwie auch nichts mehr so richtig packen kann, was mich selber so ein bisschen nervt. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich jetzt noch mal ein bisschen das Genre wechsle. Ich habe jetzt auch noch mal Lust auf einen Psychothriller. Ich habe mir jetzt einen Psychothriller gekauft. Und ja. Oder halt wirklich auf Bücher zurückgreife, die mir damals sehr, sehr gut gefallen haben und die dann nochmal rereade, weil irgendwie finde ich das gerade ein bisschen frustrierend, dass ja, mich im Moment nicht so richtig was begeistern kann. Kennt ihr diese Phasen auch, wo irgendwie so der Wurm drin ist, jedes Buch, was man anfasst, will einen irgendwie nicht richtig packen und es ist irgendwie alles enttäuschend? Ich bin halt auch sehr kritisch, das ist richtig, da habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht. Das ist wirklich, einerseits mag ich das ein bisschen rumzukritteln und dass man nicht zu allem Juhu und Ja schreit, aber manchmal wäre ich auch gerne ein bisschen begeisterungsfähiger, aber das kann man sich eben nicht so richtig aussuchen. Und ich glaube auch, dass YouTube so ein bisschen schuld daran ist, dass man noch ein bisschen kritischer liest, obwohl ich sowieso schon die Veranlagung dazu hatte. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt ein bisschen was ausprobieren und gucken, ob ich dann wieder ein bisschen mehr Begeisterung bekomme. Ob mal gucken, was das nächste Buch ist, was mich so richtig vom Hocker haut. Also ich habe ja noch einiges auf dem Sub, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe. Und deswegen, ja, geben wir mal die Hoffnung nicht auf. Was habt ihr denn so im Mai gelesen? Habt ihr vielleicht ein Highlight dabei gehabt oder geht es euch so wie mir, dass ich neue, eher Enttäuschungen oder so Lala-Bücher dabei hatte? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!